Du warst bestimmt glücklich, dass der BVB gestern den Supercup gewonnen hat, oder? Oh, ernsthaft? Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Das zeigt ja das Outfit. Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe von Ottos News Update. Letzte Woche fand die diesjährige Gamescom statt und heute werfen wir einen Blick zurück und schauen, was die wieder einmal rein digitale Messe für uns Zocker zu bieten hatte. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Den Anfang machte am Dienstag schon vor dem offiziellen Start Microsoft und die Amerikaner hatten einiges im Gepäck. Beginnen wir mit einem der Zugpferde der Xbox, Halo. Neben neuem Bildmaterial hatte Microsoft auch endlich das heiß erwartete Release-Datum. Ab dem 8. Dezember 2021 zieht der Master Chief erneut in die Schlacht. Ich bin gespannt, meine Erfahrungen mit der Reihe sind mehr als überschaubar, der neueste Teil ist aber für mich Pflichtprogramm. Außerdem stellte Microsoft eine Halo Xbox Series X vor. Schickes Teil, das nach wenigen Sekunden ausverkauft und für horrende Preise im Internet zu finden war. Ich habe die Befürchtung, daran werden wir uns in Zukunft gewöhnen müssen. Zu viele wittern das schnelle Geld, wenn eine Knappheit an verfügbaren Geräten absehbar ist. Diese Schweine. Ihr Schweine! Naja, ich brauch sie eh nicht, aber viele sind heiß auf das Gerät. Sieht auch wirklich schnatz aus. Das Deutschland-Update für den Flight Simulator wurde mit einem hübschen Trailer näher vorgestellt. Außerdem erwartet uns in der Simulation in Kürze Multiplayer-Rennen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Mal schauen, wie das Ganze umgesetzt wird. Des Weiteren wurde das Volo City Lufttaxi vorgestellt. Aha, ein erster Schritt in Richtung Helikopter. Das wird ein Spaß. Eine weitere Neuigkeit aus der Microsoft Show. Ab Weihnachten soll Xbox Cloud Gaming auch auf Konsolen verfügbar sein. Das heißt, in der Theorie könnt ihr dann per Stream Titel für die Series X auch auf eurer älteren One spielen, ohne grafische Abstriche machen zu müssen. Eine sehr gute Internetleitung vorausgesetzt. Ansonsten gab es noch neue Bilder zum neuen Forza, Psychonauts 2, Crusader King 3, State of Decay 2 und. Zusammenfassend eine solide Vorstellung von Microsoft, jedoch frei von großen Überraschungen. Ubisoft präsentierte einen neuen Trailer zum sechsten Teil der Far Cry-Reihe, widmete sich kurz Rainbow Six Extraction und Watch Dogs Legion und dann gab es auch neues Futter zu der Open-World-Raserei Riders Republic. Und ich muss sagen, so langsam fixt mich der Titel doch an. Schaut euch den Trailer an, also grafisch macht das Game schon mal einen sehr guten Eindruck. Dazu kommen die verschiedensten Arten der Fortbewegung, die eine Menge Abwechslung versprechen. Bis zum 28. August konntet ihr das Ganze in einer Open Beta ausprobieren. Sollte sich nichts mehr ändern, das muss man ja im Moment bei jedem Spiel dazu sagen, erscheint der Titel am 28. Oktober. Riders Republic war ganz klar mein Highlight der Ubisoft-Show, die sich ebenso wie Microsoft mit wirklichen Neuankündigungen zurückhielten. Dazu gab es aber noch einiges Neues im Indie-Bereich. Wenn Bethesda bei einer Messe einen Auftritt hat, erwarten die Fans meist Großes, der Publisher hat einfach zu geile IPs in seinem Portfolio. Doch zum neuen Elder Scrolls gab es schon mal keine neuen Infos, da muss ich euch enttäuschen. No, God! Doch neben neuen Bildern zu Deadloop, das schon am 14. September erscheint, hatte Bethesda dann wenigstens Neues zu Starfield im Gepäck. Ganze drei Locations der kommenden Science-Fiction-Hoffnung stellte der Publisher näher vor. Meine professionelle Meinung? Ja, sieht doch ganz nice aus. Auf Gameplay-Material warten wir weiterhin vergeblich, aber wenigstens mal ein kleiner Appetit haben für die darbenden Fans. Eigentlich war angekündigt, dass Sony der Messe fernbleibt, doch dann ließen sie sich doch blicken. Da soll mal einer den Überblick behalten. Mit dabei hatten die Japaner neue Bilder zum Death Stranding Director's Cut, der am 24. September erscheint. Und dann hauten sie mal soeben das Release-Datum von Horizon Forbidden West raus. Am 18. Februar ist es soweit. Die Gerüchte haben sich also bestätigt und wir müssen uns noch bis zum nächsten Jahr gedulden. Sony hatte aber direkt ein Trostpflaster mit im Gepäck, denn Teil 1 bekam ein Update spendiert und ihr könnt den Titel jetzt in fluffigen 60 Frames und 4K spielen. Sehr cool. Ich freue mich auf den Februar, das Spiel wird ein Brett, da bin ich mir sicher.
Neben Infos zu der kommenden Erweiterung The Witch Queen für Destiny 2 setzte der schwer in der Kritik stehende Konzern Activision voll auf sein Zugpferd Call of Duty. Es gab erstmals Gameplay aus der Kampagne von Vanguard zu sehen. Eine Kampagne mit Zweiten Weltkriegsszenario. Bin ich eigentlich der Einzige, der da an Medal of Honor denken muss? Was habe ich diese Reihe geliebt? Hier habe ich noch eine kurze Zusammenfassung von weiteren Spielen, die im Rahmen der Gamescom vorgestellt wurden. Marvel-Fans, aufgepasst! Die XCOM-Entwickler verfrachten das Spielprinzip ihrer beliebten Strategiereihe in die Marvel-Welt. Im Trailer waren Blade und Ghost Rider zu sehen, sehr geil, dass auch einmal andere Charaktere aus diesem riesigen Universum ihre Bühne bekommen. Ich finde die Mischung aus Rundenstrategie und Comichelden sehr interessant, der Titel wird weiter beobachtet. Eine neue Aufbausimulation wurde auch angekündigt, Park Bayonne tritt in die Fußstapfen von Rollercoaster Tycoon. Das sind große Fußstapfen, aber der Trailer macht schon mal neugierig. Dokkewi ist ein zuckersüßes Open-World-Spielchen, das in Teilen frappierend an Pokémon erinnert, denn auch hier seid ihr mit dem Sammeln von Kreaturen beschäftigt, die ihr dann in den Kampf schickt. In Dekui entstammen diese Kreaturen aus der koreanischen Mythologie. Wird auch Zeit, dass Pokémon mal starke Konkurrenz bekommt. Meins sind solche Spiele nicht, wobei ich sagen muss, der Trailer sieht wirklich toll aus. Für Pokémon-Fans mit Sicherheit ein Blick wert. Ach, und von Lego Star Wars, die Luke Skywalker Saga, gab es auch mal wieder ein Lebenszeichen. Noch in diesem Jahr soll der Titel erscheinen. Außerdem gab es noch Dolmen, Landwirtschaftssimulator, Age of Empires, Jurassic World Evolution 2, Cult of the Lamb und. Ich bekomme hier niemals alle Spiele unter. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, so wirkliche Neuankündigungen musste man auf dieser Messe mit der Lupe suchen. Zumeist gab es neue Bilder und Infos zu schon angekündigten oder sogar schon erschienenen Spielen. Aber Deep Silver hatte noch was ganz Großes im Gepäck. Ja, man könnte schon fast davon sprechen, dass sie das Highlight der Messe raushauten. Saints Row kehrt zurück. Ja, ich freue mich. Der verrückte kleine Bruder von GTA bekommt ein Reboot spendiert und schon am 25. Februar 2022 soll es losgehen. Eine sehr interessante Neuigkeit. Ich habe Saints Row noch gespielt, als sie versuchten, GTA fast 1:1 zu kopieren. Damals empfand ich die GTA-Reihe aber als viel stärker. Das ging wohl nicht nur mir so, und so änderte sich Saints Row mit der Zeit zu einer absolut durchgedrehten Reihe, in der wirklich alles möglich ist und dem Wahnsinn keine Grenzen gesetzt sind. Vom Realismusanspruch eines GTA hatte man sich da schon längst verabschiedet. Aber genau deshalb lieben die Fans die Reihe und ich hoffe, dass sich die Entwickler auf die Stärken von Saints Row konzentrieren und uns eine zeitgemäße Version bieten werden. Ich denke, in den nächsten Monaten werden wir noch mehr über das Game erfahren. Ich bleibe dran. Was bleibt von der Gamescom 2021? Sind wir glücklich? Schwierig. Nicht wirklich. Überraschungen hielt die Messe kaum bereit, selbst das Reboot von Saints Row geisterte schon im Vorfeld durch die Gerüchteküche. In der heutigen Zeit wird es für die Publisher aber auch immer schwieriger, sich vor Leaks zu schützen. Sehr schade eigentlich. Ansonsten fehlte einfach, wie im letzten Jahr schon, das eigentliche Messeflair. Bilder von langen Warteschlangen vor den einzelnen Ständen der Publisher, Pressekonferenzen mit Reaktionen aus dem Publikum und mit Cosplayern posierende Gamer, all das macht eine Videospielmesse aus und fehlte. Die Veranstalter versuchen das Beste aus der Situation zu machen und haben den Spielern wieder eine Menge Unterhaltung geboten. Ja, klatscht ruhig mal! Aber ich denke, ich bin nicht der Einzige, der hofft, dass wir im nächsten Jahr wieder die Gamescom bekommen, die wir kennen. Und somit sind wir am Ende dieser Ausgabe angelangt. Mein kleiner Rückblick zur Gamescom 2021 ist beendet und ihr seid hoffentlich bestens informiert. Jetzt bin ich natürlich brennend an eurer Meinung interessiert. Verfolgt ihr Spielemessen überhaupt? Was waren eure Highlights in diesem Jahr? Und was habe ich vergessen? Schreibt es in die Kommentare, ich freue mich drauf. Seid gerne nächsten Mittwoch um 18 Uhr wieder mit dabei, wenn ich euch die neuesten Nachrichten aus der Gaming-Welt präsentiere. Bis dahin, euer Otto Normalo.